Und damit hallo und herzlich willkommen zurück. Schön, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast. Hier waren wir in der letzten Folge stehen geblieben. Unsere Zielperson wurde uns leider gewaltsam entrissen. Ich sehe schon, da vorne sieht aus irgendwie wie ein Geschütz oder eine Drohne oder sowas, was sie da anscheinend angebracht haben. Ist auch zu weit weg, um gehackt zu werden. Okay, gucken wir mal. Da ist ja der Joker. Gucken, was der sagt. Fast, Bats. Ich hab gespürt, wie du die Kontrolle verloren hast. Noch ein Hauch mehr von dem vorzüglichen Angstgas und es ist alles aus. Für dich. Okay. Anscheinend sollen wir wieder die Steuerung des Luftschiffs benutzen, um hier... Die Zugangspunkte wurden dafür programmiert, nur Stacks Stimme zu erkennen. Okay, Stacks... Wurde uns gesagt, leider in der letzten Folge genommen. Kann man nichts machen. Okay, ich sehe schon diese verschiedene Punkte oben, hinter und unter dem Würfel. Okay. Gucken wir mal. Auf jeden Fall sollen wir hier unten weiter, wa? Stack wurde zu Scarecrow aufs zweite Luftschiff gebracht. Ich habe den Plan analysiert und anscheinend wird es durch automatische Geschütze gesichert. Es gibt ein Sicherheitsterminal im Forschungslabor nahe des Hecks dieses Luftschiffes. Die Geschütze sollten sich von dort aus deaktivieren lassen. Na, dann machen wir uns doch mal auf zu den... Terminals, wa? Okay, ich sehe schon, hier komme ich nicht weiter. Hast du geglaubt, du hättest mich bei Ace Chemicals aufgehalten, Batman? Du hast nur das Unausweichliche hinausgezögert. Gotham gehört mir und ich mache damit, was ich will. Das gilt auch für deine Freundin. Arme kleine Barbara Gordon. Schließ deine Augen. Siehst du, wie sie in der Dunkelheit kauert und den Helden verflucht, der sie im Stich gelassen hat. Sie ist dein Schwachpunkt. Deine Besessenheit zu ihr zieht dich immer weiter in den Abgrund. Ich hätte sie direkt töten lassen können. Es wäre grausam, sadistisch, brutal. Aber ich habe andere Pläne für euch beide. Okay, gucken wir mal hier an der Wand. Hier können wir auch definitiv irgendwie durchbrechen mit unserem Explosivgeher. Sollte es eigentlich keine Probleme sein. Kein Problem sein. So, wollen wir gucken, was können wir denn hier Schönes machen? Gar nichts, aber warum sollte man das hier wegbrechen? Okay. Dieses Terminal kann ich leider auch nicht hacken. Okay, warum sollte ich hier rein? Erstmal festgelockt. Jetzt werde ich das Luftschiff mal wieder ein bisschen drehen. Komme ich mit meinem einfachen Trick anscheinend nicht weiter. Okay. Okay, ich konnte diesen Klotz zum Glück festjustieren dort. Also ich kann jetzt jeden erstmal weitergehen. Ohne Angst haben zu müssen, dass ich jetzt von irgendwas erquetscht werde. Lock ich da mal fest. So, und jetzt gehe ich das Luftschiff nochmal kurz. Perfekt. Okay, jetzt würde ich mir eigentlich einen recht guten Weg gebastelt haben, um hier durchzukommen und vielleicht auch mal wieder zurückzukommen. Okay, jetzt geht da verlassen. Alles klar. Ich bin nicht hinter der Schleuse. Ich sehe schon, da oben ist noch was.
Okay, jetzt hätte ich vielleicht holen sollen. Okay, muss ich mal. Ich kann mir das wahrscheinlich auch auf der Karte markieren, oder? Perfekt. So, jetzt habe ich mir diese Riddler-Trophäe gewesen schon mal auf der Karte markiert. Falls ich nochmal zurückkehren sollte, kann ich mir die dann ganz einfach holen. Okay, hier müssen wir noch ein bisschen hacken. Perfekt. Okay, mal gucken, was es hier Schönes gibt. Eine Kiste, alles klar. Okay. Wir sollen nach oben. Was sind das denn? Das sind irgendwelche Käfer. Okay. Wir haben bekommen noch eine Kiste runter gerade, dass da überhaupt eine Kiste draufsteht. Die ist unten magnetisch. Okay. Ich frage mich, ob wir die noch irgendwie brauchen werden. Hier ist nochmal ein Gitter, was man öffnen kann. Okay, ich merke schon, hier werden immer irgendwelche organischen Stoffe. Die organischen Stoffe werden ja immer wieder aufgezählt. Haben wir den Weg hier oben auch schon mal freigeschalten. Aber hier sollen wir ja erstmal gar nicht lang. Wir sollen ja erstmal wirklich... Hör mal, was da unten passiert ist. Ich wollte nicht dich umbringen, sondern deinen Verstand. Also, sind wir noch Freunde? Ja, Freunde fürs Leben. Ich bin eh unschuldig. An allem ist nur Scarecrow schuld mit seiner patentierten Joker-Befreiungsmixtur. Können wir erstmal versuchen, da wir jetzt einen Weg haben, hier hinten diese eine Trophäe da noch zu holen. Das war doch hier in diesem Raum, oder? Ah nein, das war leider in dem Raum, wo wir nicht reinkamen. Sehr uncool alles. Also da kommen wir wahrscheinlich erst nachher rein, wenn wir alles durch haben, wa? Der Weg dort hinten hin. Muss ich mal kurz ausschicken mit dem Seilwerfer. Ach, von hier sind wir gekommen, alles klar. Ich kann mich erinnern, genau. Von hier sind wir gekommen und dann da unten sind. Dann standen da schon die Wachen, alles klar. Okay, machen wir jetzt erstmal weiter. Willkommen. Da nach oben müssen wir weiter, alles klar. So, nehmen wir mal dieses kleine Gitter hier. Das ist jetzt gerade im Weg. So, perfekt. Und wir sehen auch schon, unsere Anzeige da oben hat schon etwas zugenommen. Ihr habt einen blinden Passagier. Findet ihn. Unmöglich. Wenn es nicht so dumm, hier hochzukommen. Wir sind auf einem verdammten... Ich muss näher ran. Wenn er hier kommt, ist er tot. Bild dir nichts ein, du bist nichts im Vergleich zu ihm. Verwende die Drohne weise. Okay, er hat eine Drohne. Eine Festplatte, Sir. Ich habe die Codes. Ich kann die Drohne oder ihre Ziele anvisieren, um sie gegen sie zu wenden. Hat er sich geschnitten? Das Luftschiff auseinander, wenn es sein muss. Fledermaus, dafür ist die Drohne da. Lass ihn nur kommen, ich will das Scarecrow persönlich seine Leiche bringen. Was zur Hölle? Was zur Hölle?
Signal mehr, verdammt! Mr. Stack hat Scarecrow enttäuscht. Machen wir nicht den gleichen Fehler. Wenn wir Batman finden, finden wir auch die Daten. Okay. Das Signal wieder rein. Ja, wollen wir halt ein paar Angst hinter uns haben. Oh Gott! Man ist so weit vor uns! Okay, dann wollen wir mal rein. Okay, wir haben ihn verloren. Gründlich weitersuchen. Im Weg sind, kann ich über die Konsole die Verteidigung des Luftschiffs deaktivieren. Sehr gut, viel Glück, Not erstmal diesen Raum gesichert. Das liegt alles nur am neuen Anzug und nicht am ausgedienten Hecht darin, oder? Ich habe gar nicht die Fähigkeiten des neuen Anzugs gerade benutzt, aber okay. Ach, da sind Schimpansen drin oder sowas, wa? Da sind die nicht die Schimpansen drin, ja. Gucken wir nochmal, was wir hier machen können. Die armen Affen. Die werden hier gequält. Oh Mann. Das ist nicht gerecht, sowas. Tierversuche sind niemals schön. Okay. Mal oben hoch, oder? Also sehe ich auch nichts. Was kann man diesen Kühldinger machen? Auch nicht wirklich viel. Hier vorne ist ja ein Terminal, was aktiviert werden kann. Ich überlege gerade, wo ich eigentlich so richtig hin soll. Da oben irgendwo. Okay, ich will hier nochmal kurz das Ding aufmachen. In einer halben Sekunde kann ich da wieder ran. Und dann einfach mal gucken, was da so geht. Ich versuche jetzt mal, ob ich das Ding da wegkriege oder wie. Ich kann das erst sabotieren, wenn ich die Verbesserung für den Unterbrecher habe. Okay, dafür brauche ich eine weitere Verbesserung. Die habe ich leider noch nicht. Aber ich werde sie mir beim nächsten Mal zulegen. Ah, ich verstehe. Danach geht es wieder alleine auf. Und da ist was Würdler-mäßiges. Wollen wir mal gucken. Affenartig. Wie nett. Okay, damit konnte ich das jetzt zumindest schon mal aktivieren. Ah,
Okay, sie sind der Affe. Der Affe ist mir gefolgt, anscheinend. Und jetzt steht er aber auf irgendeiner Platte drauf. Ah, cool. Perfekt, danke, du super schlauer Affe. Humanversuche. Ah, es klingt so schrecklich, Humanversuche. Was soll das zu dieser Konsole hin? Alles klar. Dann wollen wir mal. Steht denn da drin? Cloudburst Test Subject. Okay. Da wollen wir die Sicherheitssachen umgehen, wa? Die Bedienung des Waffensystems ist durch einen Fingerabdruckscanner gesichert, der auf Stack eingestellt ist. Ohne saubere Abdrücke komme ich nicht rein. Vielleicht haben die Überwachungskameras was aufgezeichnet. Ich sollte die Aufnahmen daraufhin prüfen, ob Stack während der Entführung irgendeine Oberfläche berührt hat. Dann könnte ich die Abdrücke vielleicht rekonstruieren. Okay, guck mal, wo ist denn Stack? Da ist er. Das ist mir keine Hilfe. Ich muss einen Moment abpassen, in dem Stack eine Oberfläche im Raum berührt. Stack muss dort auf dem Boden einen Handabdruck hinterlassen haben. Ich sollte weitere Stellen suchen, die er berührt hat. Dann finde ich vielleicht alle Abdrücke. Okay, sollen wir mal weiter suchen. Okay, auf diesem Bild ist ja nichts mehr zu sehen. Er hat dort die Treppe runtergerollt. Okay. Okay, da hat er die Boden nochmal berührt. Das reicht nicht. Ich muss Stellen finden, an denen Stack am ehesten Fingerabdrücke hinterlassen hat. Stack hat hier den Boden berührt, nachdem er die Treppe runterfiel. Ich sollte nach weiteren Abdrücken suchen. Okay. Dann wurde er noch weiter runtergeschmissen. Müsste denn dieses Bild hier sein? Das bringt nichts. Auf dieser Aufnahme berührt Stack keinen Gegenstand. Ah, perfekt. Er berührte das Geländer, um das Gleichgewicht zu halten. Um den vollen Satz zu rekonstruieren, brauche ich mehr Abdrücke. Okay, er hat das Geländer berührt. Dann wurde er weiter geschliffen. Und da hat er noch was berührt. Stack hat einen Handabdruck nahe des Ausgangs hinterlassen. Ich weiß, wo Stack seine Abdrücke hinterlassen hat. Ich muss die Stellen nur scannen. Okay, jetzt muss man sich erstmal daran erinnern, wa? Also, was machst du da? Du rekonstruierst einen Abdruck aus all diesen klitzekleinen Stückchen? Oh, apropos klitzekleine Stückchen. Ich habe einen Abdruck vom Zeigefinger. Noch drei Stellen zu scannen. Okay, ja, und dann wurde er die Treppe hier runtergeworfen, ne? Alles klar. Da ist ein Hinterdruck, okay. Ich konnte Stacks Mittelfingerabdruck von hier rekonstruieren. Noch zwei Stellen scannen. Okay, dann wurde er weiter runtergeworfen und hat sich hier am Geländer festgehalten. Sein Daumenabdruck. Ich habe Stacks Daumenabdruck an dieser Stelle rekonstruiert. Noch eine Stelle übrig. Okay, wollen wir gucken. Wohin wurde Stack denn weiter geschafft? Dahin wurde er geschafft, okay. Die letzten beiden Finger. Ich habe den vollen Satz. So sollte ich auf Stacks Computer zugreifen können. Okay, das versuchen wir doch mal gleich, wa? Du benutzt Stacks rekonstruierten Handabdruck, um auf den Computer zuzugreifen? Echt genial, Bats, wirklich! Oh, ich weiß was. Wenn du fertig bist, hacken wir sein Online-Dating-Profil. Nein, kein Online-Dating-Profil. Wir brauchen zum Glück nur seine Fingerabdrücke, um die Sicherheitsmaßnahmen zu, sagen wir mal, reduzieren.
Willkommen, Mr. Stark. Ich kann die Geschütze auf dem anderen Luftschiff nicht aus der Distanz deaktivieren, aber ich kann die Geschütze auf diesem Schiff steuern. Okay, das ist ja clever. Also, die Waffen werden erledigt. Jetzt ist Scarecrow dran. Also Betsy gerade eine Waffe mit einer anderen ausgeschalten, sozusagen. Coole Sache. Und jetzt können wir hier durch, weil wir haben ja jetzt den Handabdruck, ne? Das sieht übrigens ultra cool aus, wie der Handabdruck auf seine Hand kommt. Also über seinen Handschuh rüberkommt. Sir, wegen der Identität des sogenannten Arkham Knight. Was hast du gefunden? Gar nichts, Sir. Keiner der ehemaligen Insassen von Arkham City, deren Aufenthaltsort unbekannt ist, entspricht dem Profil. Erweitere die Suche. Als der Joker die Anstalt übernommen hat, sind Dutzende geflohen. Suche nach jungen Männern mit Militärerfahrung. Download der Daten läuft, Sir. Okay, wir wissen immer noch nicht, wer der Arkham Knight ist. Aber wir werden es erfahren. Früher oder später. Muss seine Identität aufliegen. Okay, auch diese Sicherheitsbarriere konnten wir sofort öffnen. Jetzt muss ich mal kurz gucken, wo sind wir denn hier eigentlich? Dort waren wir vorhin, ne? Und wieder sind Gegner im Raum. Was zum Teufel hast du mit mir gemacht? Dir geholfen, Idiot. Jeder, der dich jetzt anfasst, kriegt 1000 Volt ab. Die Kampfanzüge der Miliz können kurzzeitig unter Strom gesetzt werden. Ich kann sie nicht schlagen, wenn sie in diesem Zustand sind. Okay, das macht die Sache nicht gerade besser. Die Verbindung zur Neigungssteuerung wurde getrennt. Okay, ich brauche definitiv den Unterbrecher. Ich kann das erst sabotieren, wenn ich die Verbesserung für den Unterbrecher habe. Okay, also kann ich dir gerade nicht helfen. Oder er sagt mir auch nicht selber helfen. Gut, dann wollen wir mal angreifen, wa? Du bist nicht der Einzige mit Hightech-Rüstung. Wir sind da uns! Komm schon, schlag zu! Fallende Soldaten. Leider ist nicht der Kunde. Das war schon wieder der letzte von ihnen. Entschuldigen Sie die Störung, Mr. Wayne, aber ich kann ein weiteres Upgrade für den Wagen vorbereiten. Was darf es sein? Was hast du denn im Angebot? Okay, was ist das denn? Ein EMP? Okay. Der Nahbereich EMP wird alle Fahrzeuge und Raketen in der Nähe lahmlegen. Sehr nützlich, wenn sie in die Enge getrieben werden. Was haben wir als Gegensatz? Der CPU-Virus, ne? Ich nehme das EMP. Der Nahbereich... Exzellente Wahl, Sir. Nichts ist besser als ein Nahbereich EMP, um sich etwas Luft zu verschaffen. Keine Sorge, das Batmobil ist immun. Wunderbar. Ach, Mr. Fox, seine Antworten sind immer noch die besten. Also mal gucken, vielleicht kommen wir ja jetzt sogar hier rein, oder? Immer noch nicht, wir haben anscheinend noch nicht die Soundaufnahme von Mr. Stack. Wir haben nur seinen Abdruck. Perfekt. So, damit sollte der Weg jetzt eigentlich frei sein für uns. Gucken wir mal. Ein Glas, wa? Eigentlich sollten wir da durchfliegen können.
gleich dadurch klar. Gleich mal wieder ein paar Gegner am Platz gemacht. Ausgeschalten. Und wir haben eine weitere Verbesserung. Damit haben wir wieder drei zusammen. Heißt, wir können wieder etwas Größeres verbessern. Gucken wir mal. Okay, was haben wir hier? Klingen ausschalten, verbessert. Okay, was ist das? Aufgeladene Superbetäubung. Brauchen wir erstmal nicht. Ich finde, Klingen ausschalten würde uns am meisten helfen, gerade zur Zeit. Okay, gucken wir mal, was das hier schöne Fels ist. Das sind irgendwelche Flüssigkeiten. Okay, da sind anscheinend Skelette, beziehungsweise echte Skelette von Tieren drin, glaube ich, oder? Sieht war schon von Menschen. Doch schon recht eklig aus. Okay, wie ich praktisch gesehen auf dem zweiten Luftschiff. Da hat man ein super Fluges. Das ist anscheinend eine zerstörbare Struktur. Und hier ist eine Tür, wo wir aber leider noch nicht reinkommen. Dann glaube ich auch, diese Tür ist leider sprachgesichert. Genau, und darauf haben wir noch keinen Zugriff, leider. Denn wir haben leider noch nicht die Sprachaufnahme von Mr. Stax. Okay. Wollen wir das Explosiv hier nehmen und hier an der Wand wegsprengen. So, nachdem wir uns auch hier wieder einen Weg gebahnt haben, müssen wir uns erstmal den Raum genau angucken. Was wir jetzt hier machen sollen. Gentlemen, aufgepasst! Unser ehemaliger Freund Mr. Stagg versäumte es, den Cloudburst aufgeladen und einsatzbereit zu halten. Wir müssen das nun selbst erledigen. Ich brauche Leute in der Biotechnik, die Energiezellen zum Apparat bringen, und ich brauche noch mehr Leute, die sie beschützen. Enttäuscht mich nicht. Okay, anscheinend will Skerko irgendwas benutzen in naher Zukunft. Gucken wir doch mal. Wollen wir erstmal das Ganze hier ein bisschen drehen, wa? Irgendwas gerade irgendwas kaputt gegangen, definitiv. Aber was ist kaputt gegangen? Das ist die Frage. Irgendwas ein Glas kaputt gegangen. Hier ist ein Glas kaputt gegangen. Oder? Nee. Dieses Glas ist noch intakt, aber was ist kaputt gegangen? Ich weiß auch gerade nicht. Ah, dieses Glas ist kaputt gegangen. Alles klar, das sollten wir vielleicht noch zwei, dreimal wiederholen, war diese Sache. Perfekt. Und damit haben wir uns jetzt hier einen schönen Weg gebastelt, wo wir einfach mal durchspazieren können. Aber ich finde es super, dass auf herumstehende Objekte mit in den Spielverlauf eingezogen wurden. Da ist eine Trophäe hinter. Okay, da kommen wir aber leider so noch nicht ran, weil wir da die Sprachaufnahme brauchen. Die wir leider noch nicht haben. Okay. Da ist eine normale Tür, da ist eine verschlossene Tür.
Und da müssten wir was aufsprengen. Zugriff auf Forschungsdaten. Nutzer-ID. Stack Simon. 29. Oktober. Die überarbeitete Formel funktioniert perfekt. Das Gas durchdringt Kleidung und wird problemlos durch Haut und Augen absorbiert. Gasmasken sind zwecklos. Die Resultate sind grausam. Zusammen mit dem Cloudburst ist das Potenzial enorm und lukrativ. Doch Dr. Crane hat kein Interesse an Geschäftschancen. Er will all unsere Arbeit vergeuden. Meine Arbeit für einen Racheakt. Es ist Zeit, die Zusammenarbeit zu beenden. Ich sollte Gotham verlassen, bevor er zurückkehrt. Okay, damit haben wir jetzt schon mal erfahren, wer eigentlich das neue Axtoxin für Scarecrow hergestellt hat. Okay, mal gucken, ob wir auch durch diese Wand durchkommen. Und wieder ein neuer Weg. In den Händen liegt eine Riddler-Trophäe, sehe ich schon. Und da oben sind einige Sachen zum Bewegen. Okay, jetzt brauchen wir wieder die Funksteuerung anscheinend. Okay, ich habe noch nicht so ganz verstanden. Was das Ganze soll, aber... Okay, irgendwas wüsste ich, der Riddler hierbei gedacht haben. Fixieren wir erstmal die drei dort. Also wie gesagt, entfixieren wir die ganze Sache mal. Okay. Okay, ich sehe schon noch das Problem nicht. Ich denke mal, den letzten sollen wir genau in der Mitte postieren, oder? Eine andere Idee hätte ich jedenfalls gerade selber nicht. Irgendwo sollte hier doch ein Hebel oder Schalter sein. Ah, ich sehe schon, man kommt nachher nur von dort oben daran. Darum geht's also. Man muss den Weg freiräumen, um da oben nach heranzukommen. Das heißt, man muss auch dieses Teil nachher wahrscheinlich ganz nach rechts schieben. Aber war das nicht zum Anfang genauso? Ja, ich habe keine Ahnung. Ich lasse mich da einfach mal gewohnt gut überraschen. Ja, man muss irgendwie da oben raufkommen. Das ist das Ziel eigentlich, glaube ich. Irgendwie nachher oben raufzukommen. Okay. Sieht eher nach einer Mission für den Seilwerfer aus, oder? Okay. Es ist schwieriger, als ich erwartet hatte. Mm-hmm.
mal oben auf dem Seil drauf. Hier kommt man ja nicht rauf, oder? Nee. Okay, ich sehe schon. Ich sehe schon, wie das Ganze abzulaufen hat. Also, da ganz rechts hinten ist eine Luke. Die muss ich erstmal freischalten. Kann ich das so weit drehen, dass der hintere Bereich frei ist, alles klar. Kann ich hier hoch und oben rauf und jetzt muss ich das Ganze praktisch in eine ganz andere Richtung drehen. So, jetzt sollte ich in der Lage sein, hier oben reinzuklettern und dahin zu kommen, wo ich hin will. Oder auch nicht. Okay. Meine Frage ist gerade, was habe ich falsch gemacht? Aber so komme ich doch nicht mehr runter. Da ist der Weg nach unten. Aber er ist definitiv versperrt jetzt. Okay, und jetzt versuche ich das Ganze nochmal nach links zu schieben. Aber ob das so reicht? Doch, es hat gereicht. Das war das Rätselslösung. Perfekt. Samus haben uns eine weitere Weltler-Trophäe verdient in diesem Moment. Okay, dann wollen wir mal weiter. Von hier vorne sind wir gekommen. Das war also eine Weltler-Trophäe. Gucken wir mal, wo uns dieser Raum entführt. Verschlossen, alles klar. Also bleibt uns auch hier kein weiterer Weg offen. Sondern wir müssen dort hinten weiter. Das ist der einzige logische Weg. Gucken wir mal, was das so. Zugriff auf Forschungsdaten. Nutzer-ID, Stack, Simon, 3. September. Als Dr. Crane zu mir kam, glaubte ich, er hätte endlich den Wert seiner enormen Chemiekenntnisse erkannt. Doch nein, immer noch Scarecrow, durch und durch. Er findet eine Formel, die Depressionen heilen oder eine Armee untereinander aufbringen könnte. Und er nutzt sie, um Leute zu erschrecken. Na gut, Dr. Crane. Ich arbeite weiter an Ihrem Cloud-Burst. Aber ich arbeite auch weiter an Ihrem Toxin. Ich werde ihm zeigen, dass hier Geld zu verdienen ist. Egal wie. Okay, anscheinend ging es halt nur um Geld, aber Crane wollte mehr. Zugriff auf Forschungsdaten. Nutzer-ID. Stark, Simon, 20. September. Bitte! Es soll aufhören! Die Menschenversuche führten nicht zum erhofften Durchbruch. Ich will nach Hause! Ich will nur nach Hause! Der Cloudburst funktioniert perfekt. Auch wenn ich das zeitweise vor Dr. Crane verheimlicht habe. Ich muss erst seine Formel vervollkommnen. Okay, anscheinend wurde Scarecrow auch so ein bisschen von Speck ausgenutzt. Und hier ist noch mal eine Tür, aber ich denke mal, wir kommen nicht rein. Nein, verschlossen. Keine Chance. Und auf die komische Konsole hier können wir eh nicht zugreifen. Schade. Wir brauchen irgendwie noch eine Sprachausgabe von Mr. Speck. Zugriff auf Forschungsdaten. Nutzer-ID Speck Simon. 2. Oktober. Patient Nummer 4. 2 Wochen nach dem Kontakt. Wie geht's uns heute, Daniel? Aber
Daniel, würden Sie gern nach Hause? Leichte Panik, dauerhafter Schaden. Das reicht nicht. Okay, anscheinend war Stack mit dem, was er erschaffen hat, nicht zufrieden. Die Formel war ihm wohl noch nicht aggressiv genug. Zugriff auf Forschungsdaten. Nutzer-ID, Stack, Simon, 14. Oktober. Endlich Ergebnisse. Genau genommen mussten wir den Patienten fixieren. Nicht wahr, Mr. Huxley? Euch alle! Okay, da liegt eine Gürtelatrophäe, aber ich weiß noch nicht, wie man rankommen soll. Vielleicht kann man irgendwann nachher diese Gitter öffnen hier, also diese Glasdinger. Hallo, Kumpel? Gibt's hierzu keinen? Okay, hier gibt's anscheinend keine Sprachaufnahme mehr. Na, ist auch nichts mehr Schönes zu sehen, so richtig. Okay, gucken wir mal weiter. Alfred, Stack und Scarecrow arbeiteten gemeinsam an einem Projekt namens Cloudburst. Aber wenn dem so ist, Sir, warum greift Scarecrow Stack dann an? Stack muss ihn hintergangen haben. Er ist wegen des Geräts hier. Ich verschaffe dir Zugriff auf Stacks Computernetzwerk. Such nach allem, was mit Cloudburst zu tun hat. Ich muss wissen, was das ist. Wie Sie wünschen. Okay, Cloudburst. Wahrscheinlich die große Toxinwolke, die nachher über Gotham und die ganzen Westküste ausgestrahlt werden soll. Okay, ich sehe hier erstmal wieder irgendwas. Da kriege ich jetzt eine Sprachausgabe von Mr. Stack. Mal gucken. Ah, alles klar. So öffnet man also die Räume. Perfekt. Jetzt kommen wir auch eigentlich an die Wildler-Trophäe ran. Super einfach eigentlich, ne? Okay, und wieder eine gute Wildler-Trophäe dabei. Mal weiter gucken. Guten Abend, Mr. Frank. Bitte lasst mich gehen. Ich habe jede Menge Geld. Nicht mal Batman kann uns aufhalten. Boah! Aber das hat dich nicht gehindert, Scarecrow noch ein bisschen zu betrügen. Es tut mir leid. Es tut mir so leid. Nein, noch tut es dir nicht leid. Aber wenn Scarecrows Toxin in diese Zelle strömt, dann wird es dir leid tun. Oh Gott, nicht! Ich habe gesehen, was das mit deinem macht. Hilfe! Irgendwer! Wenn ich den Mann mit der Minigun ausschalte, erweckt das nur Aufmerksamkeit. Ich kümmere mich später um ihn. Okay, sie haben anscheinend Stack gefangen genommen. Ja, aber warum? Das kann ich noch nicht tun. Was darf mein Freund, das Ding mit Ace war ein Reinfall, aber Scarecrow hat einen verdammt guten Plan. Okay, die Waffe ist entschärft. Damit ist die mit der dicksten Wumme schon mal außer Gefecht gesetzt. Unser Werk ist fast vollendet. Meine Kalibrierungen sind beinahe abgeschlossen und der Cloudburst fast aufgeladen. Versorgt mich bis dahin weiter mit Energiezellen. Okay, gucken wir mal weiter. Scarecrow war nicht begeistert über den kleinen Überfall des Arkham Knights. Ha? Hast du es nicht gehört? Der Knight hat Batman in den Tunneln eine Kugel verpasst. Gibt's doch nicht. Ehrlich, er hätte ihm den Rest gegeben, wenn Scarecrow nichts Größeres planen würde. Naja, der Arkham Knight. Ja, das war so, wie man hat versucht, aber... Nein, lass mich raus! Nicht das Gas! Aber eigentlich war er doch recht ungefährlich. Was macht Scarecrow da drin? Kalibriert den Cloudburst. Der Typ ist echt unheimlich. Lass uns das Ding aufladen. Hm. Vier Gegner im Raum. Fürchtet ihr euch vor dem, was passiert, wenn der Cloudburst aufgeladen ist? Das wisst ihr nicht.
Ich garantiere für eure Sicherheit. Ihr solltet euch vor den Folgen fürchten, falls ihr meine Auflagen versagt. Okay, das stell dich halt. Okay, die hat anscheinend da schon mal was gefunden. Den holen wir uns mal jetzt fix. Bevor er seinen Kameraden erzählt, was er gesehen hat. Und wieder ab nach oben in Sicherheit. Hey du, ihr alle! Roger! Hier! Verstanden! Okay. Wo sind die anderen? Sie sollten eigentlich am Energiezellenverteiler sein. Seht euch dort um! Da kommt einer. Okay, der hat es nicht bemerkt, glücklicherweise. Hab ihn gefunden, hier ist ein Verletzter! Wie viele waren das jetzt? Das ist der vierte. Wie zum Teufel sollen wir diesen Typen schlagen? Sehr schön, Batman. Er hat sich nicht mal kommen sehen. Die anderen werden es aber. Keiner geht allein weiter. Arbeitet zusammen und findet ihn. Okay, wir sollen jetzt zusammenarbeiten. Ich verstehe. Er ist weg. Seht euch nach Verletzten um. Okay, erstmal jetzt zusammenarbeiten. Klappt ja wohl gerade noch nicht so, wa? Wir haben uns wieder eingecasht. Da hinten ist schon der nächste. Der hat mir dann die Luft erhauen, mal sehen, ob du okay ist. Okay, wir haben wieder Multi-Amt ausschalten, Frau. Aufgeladen. Und jetzt sind noch zwei Gegner drauf. Also sollte das eigentlich kein Problem mehr sein. Mann am Boden! Wo befindet ihr euch? Bei den Energiezellen! Wir können nichts für ihn tun. Wir verteilen uns und nehmen Rache. Er schleicht sich an und kommt voran. Sichert in alle Richtungen. Okay, jetzt ist noch der Typ mit der Minigun. Könnte ja nicht mehr so ein Problem sein, oder? Batman ist hier. Lass ihn nicht durch. Scarecrow muss seine Arbeit beenden. Okay, anscheinend kann ich die nicht einfach so ausschalten, wa? Ich habe euch gewarnt, Gentlemen. Gentlemen ist hier. Zeigen wir ihm, was wir gelernt haben. Ich bin zwei Teams. Team 1, lade den Kaufmörst auf. Team 2, findet ihn. Es gibt keine Teamsprechgruppe. Es gibt nur noch den einen, ja. Ich kann den Minigun-Schützen nicht leise ausschalten. Ich muss ihn mit einer Reihe von Treffern erledigen. Ich habe noch viel mehr. Wäre sie ganz schön hardcore. Aber auf Dauer wird das nicht schaffen. So wie zum Minigun-Typen. Scarecrow, meine Männer melden sich nicht mehr. Das kann nur eins bedeuten. Uns geht die Zeit aus. Sind wir bereit? Noch nicht. Der Cloudburst muss weiter aufgeladen werden. Das müssen wir woanders machen. Evakuieren. Geld. Ich geb dir Geld. Ich schwöre. Okay, und so bricht man da durch. Wer hängt denn da drin? Irgendein tiefgefrorener Typ. Okay, es sieht äußerst eklig aus mit dem tiefgefrorenen. Jemand da? Holt mich raus! Bitte! Ich werde ihn natürlich gleich rausholen, aber erstmal gucke ich mich hier noch ein bisschen um. Der gute alte Stack ist ja auch teilweise selber schuld. Er hätte Scarecrow einfach nicht hintergehen sollen. Bitte, das Gas kann jeden Moment ausspringen. Okay, hier vorne brauchen wir wieder Stacks Identität. Identitätsbestätigung durch Stimme. Okay. Stimme haben wir natürlich jetzt leider nicht. Können wir nicht diese komische Waffenkiste hier ausschalten? Keine Munition mehr. Schade, okay.
Wahrscheinlich hätte man es gekonnt, aber wir haben keine Muni mehr. Gut, dann wollen wir jetzt erstmal Stack fix befreien. Sonst heult er sich noch vor Angst hinab. Batman, du hilfst mir doch, oder? Du musst mich hier rausholen. Die sind wahnsinnig. Du hast mich angelogen. Du hast eine letzte Chance, Stack. Eine. Okay, okay. Hör zu, Scarecrow kam zu mir. Er brauchte meine Hilfe mit dem Cloudburst. Wozu dient er? Nein, nein, nein! Lass nicht zu, dass sie mich berühren! Der Cloudburst, Stack. Welchen Zweck hat er? Sie sind überall auf meiner Haut! Sie kriecht auf meinem Gesicht rum! Ich sollte dich deinen Albträumen lassen. Okay, so viel zu Stack. War jetzt keine wirklich große Hilfe und der konnte uns auch nicht wirklich viel über den Cloudburst erzählen, leider. Okay, wollen wir mal weiter. Mal sehen, wo wir jetzt hinkommen. Okay, das ist er. Der Moment, auf den wir beide gewartet haben. Scarecrow ist genau da unten. Also hältst du ihn auf und rettest Oracle? Oder bekomme ich noch eine Nase von dem köstlichen Gas, während du hilflos ihren Tod beobachtest? Wie entscheiden wir uns? Na, wir entscheiden uns ganz einfach. Wir werden Oracle natürlich versuchen zu retten, ne? Und Scarecrow aufzuhalten. Okay. Scarecrow? Mal zwei? Näher! Nur näher! Dies ist die Wer ist der echte Scarecrow-Show? Also, wo ist unser erster Teilnehmer? Sie da! Mit den Ohren! Treten Sie ruhig näher! Wie heißen Sie, Sir? Zum Pechpads! Okay, wir haben uns anscheinend für den falschen Scarecrow entschieden. Aber weil ich nur auf dem Radio gespielt hätte. Du stirbst nicht. Es fühlt sich nur so an. Mein Toxin füllt deine Lungen und ertränkt dich in deinen größten Ängsten. Was siehst du? Eine Stadt unter dem Joch der Angst? Betrogen von jenen, denen du vertraut hast. Dein dunkelstes Geheimnis wird offenbar. Während ich deinen Geist zerpflücke, sieht Gotham zu. Ich werde dir die Maske vom Gesicht reißen. Und die ganze Welt soll die Furcht in deinen Augen sehen. Auch sie werden dann verstehen. Es gibt keinen Erlöser. Keine Hoffnung mehr. Nie mehr, Batman. Vielleicht ist es schon passiert. Sieh mich an! Ich bin großartig und dieser Körper! Unglaublich, wie stark er ist! Okay, ich glaube, Batman dreht gerade total im Rad. Der Joker übernimmt immer mehr den Körper von Batman. Diese Brutalität. Du hast diese Männer beinahe umgebracht. Du warst kurz davor, deine elementarsten Grundsätze zu verraten. Du redest dir ein, du wärst nicht wie wir. Du sagst dir, du wärst mehr. Du wärst etwas Besseres. Aber Angst bringt die Wahrheit zum Vorschein. Sie lässt deine Selbstbeherrschung bröckeln. Bald wirst du töten und zu dem werden, was du am meisten hast. Bald wird Batman gebrochen sein.
Okay, was war das denn jetzt? Wusstest du es etwa nicht? Angst kann man nicht bekämpfen. Okay, ich glaube, wir hätten in dem Moment irgendwas drücken müssen. Anscheinend haben wir das gerade irgendwie verpatzt. Bemerkenswert, diese Brutalität. Du hast diese Männer beinahe umgebracht. Du warst kurz davor, deine elementarsten Grund... Los jetzt! Erledige ihn! Sieh ihn dir an! Er ist nicht besser als der Kerl, der deine Eltern umgebracht hat. Du musst etwas tun! Du musst ihn aufhalten! Du musst etwas tun! Du musst ihn aufhalten! Gut! Okay, Batman ist wirklich geistig gerade sehr gebrochen. Du bist anders. Ich betrachte es als immer noch in Arbeit. Aber es zeigt Potenzial. Du sitzt in der Falle. Du kannst nicht davonlaufen. Wer hat was von Laufen gesagt? Der Quad hat's gut vorausgeplant. Der Arkham Knight hat ihm wieder mal den Arsch gerettet. Okay, wir können sie trotzdem nicht entkommen lassen. Aber Batman hat auch nicht seinen Geist brechen lassen von Scarecrow. Das fand ich schon mal recht gut, gerade. Sir, Scarecrow sendet über ganz Gotham. Sie müssen das sehen. Wie fühlt es sich an, deine Stadt am Rande des Abgrunds zu sehen? Deine Freunde im Griff des Todes. Dieses Mal hast du dich übernommen, Batman. Und jetzt ist dein Scheitern so gut wie vollendet. Und wenn der letzte Atemzug aus ihrem Körper weicht, wird sie wissen, dass du sie im Stich gelassen hast. Alfred, er hält Oracle im Unterschlupf in Chinatown fest. Ich bin auf dem Weg dorthin. Bitte beeilen Sie sich, keiner weiß, was er hier antun wird. Okay, in Chinatown also. Okay, gucken wir erstmal kurz durch wegen Nebenmissionen. Oh ja, es gibt wieder neue Sachen, war anscheinend. Ein neues Mobil. Der Scan hat einen Panzerwagen gefunden. Die Truppenzahlen legen nahe, dass die Hälfte der Kommandoriege erledigt wurde. Drehen wir das Spiel zu Ihren Gunsten. Was ist denn das für ein Alarm, Richard? Hier drin eine tragbare Radarschüssel bewachen, wenn draußen die ganze Action abgeht. Was? Okay, da ist die Radarschüssel. Ah, ah. Wollen wir diesen Kontrollpunkt hier erstmal vernichten, wa? Mit dem Explosiv geht zum Glück gar kein Problem mehr. Deckel ab. Mit dem Spray rein. Der Fang geht los. So. Ich reiß dir den Umhang runter und erwirb dich damit! Ja, den Spruch hat er mir schon mal an den Kopf geworfen, aber bis jetzt ist noch nichts passiert, zum Glück. Okay, hier können wir mal was öffnen. Dieser Stack-Typ ist also nicht abgehauen, Idiot. So, dann wollen wir weiter zu unserem Panzerwagen, wo?
Der Scan hat eine Panzerwaffen gefunden. Die Truppenzahlen legen nahe, dass die Hälfte der Kommandoriege erledigt wurde. Drehen wir das Spiel zu Ihren Gunsten. Okay, wir haben ein Mobil. So, jetzt geh weg hier. Der Panzerwaffen ist auch ein Stück entfernt. Jemand hat dieses Luftschiff auseinandergerissen. Das war geil. Die Kommentare der Mitmenschen oder der Mitbösewichte, also der Mitbösewichte, die da noch nicht mal die Schüler rausgefallen. Es ist Batman! Bring uns hier raus! So, hier vorne ist das kleine Mitbösewichte anscheinend. Hat eine weitere Antenne verloren. Alle ständig mit zwei. Es dürfte nur noch die Hälfte übrig sein. Okay, gucken wir mal, ob wir noch irgendwelche anderen schönen Missionen haben. Die Randalier. Da gibt's nichts Neues. Die Fledermaus-Kreatur hat eine spezielle Echoortungssignatur. Wenn ich genau darauf achte, kann ich sie verfolgen und zur Strecke bringen. Echoortung? Okay, wo soll die sein, die Echoortung? Ich sehe, da oben ist noch ein Punkt. Da oben ist noch ein Kontrollpunkt irgendwie. Wow. Dein Gesicht bei seinem Anblick. Wer hätte das gedacht? Der große böse Batman hat Angst vor seinem Spiegelbild. Oh Mann. Der Joker wird immer verrückter, habe ich das Gefühl. So, jetzt erstmal mal kurz ausgucken.
okay, die ganze Sache ist verzwickt. Was hat Scarecrow vor? Er soll die Fledermaus einfach töten. Diese ganzen Pläne die machen mir Kopfschmerzen. Die sich zu gut. Jetzt mein Traum. So, jetzt ist mal das eine fix weg. So. Und jetzt noch fix das andere entschärfen. Und dann können wir auch diesen Kontrollpunkt gleich das Fleisch. So, dann lassen wir den Laden mal hochgehen. Dann. Sagst du, Arkham, Alter, in Wirklichkeit sieht die Sache ganz anders aus. Die Realität ist zum Glück mehr auf meiner Seite, also zugunsten meiner Seite. So, jetzt können wir hier wieder was upgraden. Oder wir gucken mal hier, was haben wir denn hier noch Schönes? Dreifach gezielter Battering, okay, das ist nett. Vier Ausrüstungsgegenstände, nein, brauche ich nicht. Was hier noch Schönes? Verwende den Detektivmodus, um Scanner der Miliz gegen sie. Okay, anstatt der Zielfass und des Positionsgeräuschen Scanner den Träger. Okay, das brauchen wir unbedingt. Damit können wir verhindern, dass die feindlichen Milizen uns orten können in Zukunft. So, gucken wir mal weiter, was wir noch so Schönes machen können. Ich werde nicht. Weitere Türme haben wir leider erstmal nicht. Da kamen wir nicht hin. Firefly? Firefly hat es auf die... Firefly hat auch nichts Neues. Jetzt bleiben wir nur noch Tiss. An der Perdition Bridge befindet sich ein Milizkontrollpunkt. Damit ist jetzt Schluss. Diese Soldaten machen keine halben Sachen, Master Bruce. Sie haben Schusswaffen und Wachgeschütze. Hier sind wieder ein paar. Okay, die war das die rote Quelle von. Also kann ich hier bloß gerade mal die Hälfte vernichten. Jetzt sind die alle groß, okay. Damit kann ich die alle ausschalten. Wunderbar, das ist so wirklich eine kleine Herausforderung. Kleiner Ausflug im Luftschiff, Energy. Ich habe deinen Moment der Ablenkung genutzt und noch mehr Rätsel in Gotham verteilt. In der Tat sind diese Rätsel so komplex, so teuflisch innovativ, dass ich nur für den Aufbau einer Rasse robotischer Diener erschaffen musste. Robotische Diener. Okay. Erstmal ein Turm. Er hat sich in einen Panzer verwandelt. Wo zur Hölle kriegt er das Zeug her? Ist doch klar, die Regierung sponsert ihn. Echt? Da verwirrt dich mein Arsch drauf. Denk doch mal drüber nach. Gotham City ist ein Paradies für Kriminelle. Die Polizei kann nichts machen, weil sie sich um ordentliche Verfahren kümmern muss. Polizeigewalt, Zuständigkeiten und der ganze andere bürokratische... Hat. Nein, ich habe keine Angst vor Batman. Hab einen schwarzen Gürtel in Krav Maga. Er tut mir leid, wirklich. Ich kann ihn stoppen! Kannst du leider nicht, Kumpel. Okay, der Schein, der von da oben zielt perfekterweise genau auf die ganze Sache da drauf. Ich habe euch jedes seiner Manöver gezeigt und ihr bewährt ihn immer noch nicht. Wie erbärmlich! Okay. Der hat mich zumindest gesagt. Die Miliz redet dauernd über dieses Clown.
brauchen wir mal den Unterbrecher kurz, um den da auszuschalten. Auch die Waffenkiste brauche ich in Zukunft nicht mehr. Na gut, dann wollen wir angreifen, wa? Wir packen das! Wir packen das auf jeden Fall! Aufgrund der Strahlen, also so erstmal nicht dahin kommen könnten. Bleibt jetzt eh nur noch eine Idee. Eine Rauchbombe. Kann sein, dass wir gar nichts zu Gesicht kriegen. Wenn da reinfliegen. Gut für ihn. Verdammt richtig. Endlich mal unser Training an Batman ausprobieren. Jetzt wird es ein bisschen nicht schrubbeln. Ding ausschalten. Eine andere Idee hätte ich jetzt auch nicht mehr gehabt. Bam. Damit haben wir diese Störenfriede auch erledigt. Jetzt bist du die Beute, Batman, nicht wir. Das denkst du auch nur. Kann ich eigentlich die da auch schon ausschalten? Ich kann das erst sabotieren, wenn ich die Verbesserung für den Unterbrecher habe. Schade, diese Minen kann ich leider nicht sabotieren. Sehr schade, sehr schade. Okay, und da vorne ist nochmal was. Ich habe meinem Blatt gedient und alles geopfert. Ich habe Freunde verloren. Denen hat das nichts mit. Und angreifen. Damit haben wir auch souverän das hier eingenommen. Ich sollte den Kommandanten suchen und den Kontrollpunkt ausschalten. So, dann wollen wir auch diesen Kontrollpunkt fix vernichten. Den wir schon vernichtet haben und auch schon ein paar Tower ausgeschalten haben. Geht ja jetzt gleich dieser down. So, jetzt sind wir drei Tower. Noch drei Tower und ein Kontrollpunkt, alles klar. Es ist Batman. Komm schon, schnell darüber! So. Da kommen noch mal ein paar Gegner, aber wir werden vorher noch mal ein bisschen was upgraden, wa? Weit entfernt. Okay, wir haben zwei Punkte nur, das reicht leider nicht. Was ist das denn? Wachgeschütze sabotieren, das hört sich gut an, das nehme ich. Das kann ich gut gebrauchen. Wunderbar. So, jetzt werden wir diese kleinen Gänchen auch mal ausschalten. Ja, und an dieser Stelle beende ich das Gameplay. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr lasst mir einen Daumen und einen Kommentar. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao und bis dann.